Vor 2 Jahren haben wir ein junges Mädchen zu einem Bodybuilding-Wettbewerb begleitet. Damals konnte niemand ahnen, welchen Weg sie gehen würde. Heute ist sie Deutschlands erfolgreichste Fitness-YouTuberin, Sophia Thiel. Wir zeigen, wie es die 22-Jährige soweit gebracht hat und dass sie auch heute noch große Träume hat. Wie lebt und arbeitet eigentlich ein YouTube-Star? Woher nimmt Sophia Thiel ihre Inspiration? Und was bringt eine Fitness-Queen aus der Fassung? Es ist anders als irgendwie alles andere, was ich bisher gemacht habe. Charlie, was ist das? Ich bin total verkrampft. Dabei hat Sophia schon so einiges erlebt. Vor 2 Jahren haben wir sie zu einem Bodybuilding-Wettbewerb begleitet. Sie ist das Vorbild der neuen Fitness-Generation. Ihre Erfolgsstory? 30 Kilo weniger durch Krafttraining. Es hört sich zwar leicht an, dass man sagt, irgendwie ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf, weil es mir Spaß macht. Und dass man da jetzt wirklich Geld macht, ist dann auch die andere Sache. Aber ich werde mein Allerbestes geben. Und ich habe nichts zu verlieren. Und wenn es nicht klappt, dann mache ich immer noch mein Studium. Das kann ich zu jeder Zeit anfangen. Und vielleicht dann auch noch mehr über meinen Sport. Also ich bleibe schon in der Richtung Bodybuilding. Ihr Kämpferwille fasziniert die Zuschauer. Sophia hatte keine Ahnung, was die Galileo-Reportage auslösen würde. Heute hat sie über 700.000 YouTube-Abonnenten. Über 1 Million Follower bei Instagram. Sophia wird in den sozialen Netzwerken zum Star. Ihre Facebook-Seite hat über 1,3 Millionen Fans. Fans, die auf der FIBO, der weltgrößten Fitnessmesse in Deutschland, über 3 Stunden anstehen, um einen kurzen Moment mit Sophia zu haben. Drücken, Selfies, Autogramme. Sophia nimmt sich trotz des gewaltigen Andrangs Zeit für jeden Einzelnen, der so lange auf das Treffen mit ihr gewartet hat. Bilder, die an Sophias eigene Geschichte erinnern. Denn was in einigen Fällen Ärzten in Abnehmkliniken nicht gelang, schaffte so manches Mädchen mit Sophias Online-Coaching-Programm. Durch Sophia haben sie wieder Spaß an Bewegung und gesunder Ernährung gefunden. Grund genug für Sophia, sich auch in der Pause an die Arbeit zu machen. Hinter der Bühne lädt sie noch schnell einen neuen Clip hoch. Mir ist jetzt nicht so schade, dass ich einfach mal hier hinterkomme und dann hier am Boden esse. Arbeit muss gemacht werden. Schon beim Morgenlauf vor dem nächsten Messeauftritt denkt die 22-Jährige über neue Inhalte für ihre Channels nach. Die besten Tipps für Frühsportmuffel oder doch ein Rezept. Man ist ja auch auf YouTube wie eine eigene TV-Show. Wenn man zum Beispiel sagt, man lädt jeden Donnerstag und Sonntag ein Video hoch, dann verlassen sich die Leute da drauf und wollen einfach diese 2 Videos die Woche haben. Oder wenn die daneben nicht kommen, dann ist halt eben auch so, hä, was ist da jetzt los? Und dann hat man schon einen gewissen Druck da, dass man immer halt präsent ist, immer Material produziert. Und man muss halt dann am Anfang ein bisschen eine Struktur finden und einen gewissen Rhythmus. Und dann bekommt man es auch gut hin, aber am Anfang war es für mich sehr schwer. Inspiration fand Sophia bei ihr. Fitnessmodel Michelle Luin, die sie zufällig vor dem Hotel entdeckt. Das macht selbst die Profi-YouTuberin ein bisschen unsicher. Das hier ist Michelle Luin und zwar hat sie mich damals auch zum Sport motiviert, mein großes Idol. Und ich merke schon, meine Füße sind, meine Beine sind ganz weich. Und ich habe sie vor 2015, vor 2 Jahren haben wir uns schon getroffen und ich hatte die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Und danach habe ich nie gedacht, dass ich jemals wegen einer Person weinen würde, aber danach bin ich in Tränen ausgebrochen. Und das sieht man so nett und das war so schön. Das darf nicht veröffentlicht werden. Gelöscht. Und was macht Sophia, wenn sie ihr Vorbild trifft? Klar, genau wie ihre eigenen Fans, ein paar Erinnerungsselfies und ganz fest drücken. Nach den aufregenden Tagen in Köln geht's zurück nach Rosenheim. Wie hat sich der Alltag der 22-Jährigen verändert? Voll schön, dass ihr da seid. Es hat sich so viel verändert, aber jetzt kommt direkt mal rein, ich muss euch viel zeigen. So. Noch immer wohnt sie mit ihrem Freund Charlie in dem gleichen Haus in einem kleinen Ort nahe Rosenheim.
Ja, also da gehen wir hier einmal nach oben und bei uns ist es so, dass wir ein freies Zimmer hatten. Und bevor wir jetzt eben dieses Mordsgeraffel haben, das heißt Kameras und Lichter immer ins Wohnzimmer tragen oder überall hin, dachten wir, kreieren wir hier ein eigenes Zimmer nur für die Videos. Du musst dich hinsetzen, Lichter an und los geht's. Und deswegen ist das hier streng genommen eigentlich mein Arbeitszimmer und Charlie ist fleißig schon am Umbauen, er hilft mir und deswegen haben wir gedacht, kreieren wir ein YouTube-Zimmer. Die zwei sind schon als Teenager ein Paar geworden und inzwischen ein perfekt eingespieltes Team. So, meine Lieben, hey und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Richtig cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Sophia steht vor der Kamera, Charlie regelt alles dahinter, koordiniert Reisen und Termine. Es sind natürlich Zweifel dabei, weil wir haben das ja direkt nach dem, wo wir mit der Schule fertig waren, angefangen. Aber viele machen halt ein Auslandssemester. Wir haben gesagt, wir nehmen uns ein Jahr Zeit. Wenn es klappt, ist cool. Wenn es nicht klappt, haben wir halt was dazugelernt. Ihr Mut hat sich ausgezahlt. Die zwei haben rund um die Uhr zu tun und müssen Instagram, Facebook und Co. täglich mit guten Inhalten versorgen. Ich war früher jetzt nie so wirklich handyfixiert, was die ganze Zeit bei mir war. Aber jetzt mittlerweile mit Snapchat und vor allem auch Instagram-Stories postet man ja permanent rund um die Uhr. Was macht man jede Sekunde? Und das stört sich ja auch innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, man muss permanent Neues produzieren und die Leute sozusagen mitnehmen. Ein typischer Social-Media-Tag sieht dann ungefähr so aus. Guten Morgen, meine Lieben, nicht erschrecken. Ich bin gerade aufgestanden. Wir haben es kurz nach 6 und jetzt dachte ich mir, zeige ich euch gleich mein Frühstück. Das mache ich diesmal vor dem Laufen und zwar Chia Quark Oats. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ich habe jetzt doch ein bisschen weniger Heidelbeeren drüber getan, aber das ist doch eine ordentliche Schüssel, würde ich sagen. Und das muss jetzt wirklich schon ein bisschen durchziehen, damit die Chiasamen quellen, das Ganze fest wird und deswegen gehe ich jetzt eine Runde laufen. Sophia nimmt ihre Fans überall hin mit, auch zum Frühsport. Ich mache Cardio direkt noch vor dem Frühstück. Da startet man gleich viel besser in den Tag und man fühlt sich auch viel frischer. Und dann mache ich das Krafttraining. Nicht nur die direkt geposteten Videos, auch die aufwendigen YouTube-Clips produzieren die zwei in Eigenregie. Und ich zeige euch, wie ihr Trizeps drücken mit der SZ-Stange am Kabelturm machen. Ich stelle euch ein bisschen weiter hin als sonst, ein bisschen weiter weg. Dann habt ihr die Arme, die Oberarme in Höhe vom Oberkörper und drückt die Unterarme nach unten, streckt die Arme komplett durch. Ja, und deswegen dürft ihr den Schlaf überhaupt nicht unterschätzen, denn in der Nacht wachsen eure Muskeln, die brauchen die Regeneration, deswegen geht früh ins Bett und schlaft gut. Puh, was für ein Arbeitstag. Und dann muss das gedrehte Material noch sortiert, geschnitten und für die passende Tageszeit auf den Accounts eingeplant werden. Ist das erledigt, hat Sophia endlich Zeit, nächste Themen zu recherchieren. Doch dann kommt mal wieder, ganz unerwartet, etwas dazwischen und wirft alles durcheinander. Charlie, was? Ich habe eine Anfrage bekommen, und zwar für das Cover von der Shape. Ach du Scheiße. Was glaubst du, wie krass das wäre, wenn ich da drauf wäre? Und die meinten auch, ich wäre die erste YouTuberin drauf und das wäre halt brutal. Das ist echt eine Mega-Chance. Brutal. Ich will natürlich alles geheim halten, ich darf noch nichts verraten. Mhm. Also ich habe auch nichts gesnappt, ich habe nichts auf Instagram gemacht, überhaupt nicht. Und wenn ich das halt schnell vorstelle, stell mal diesen Post vor. Da, tschakka. Hättest du das gedacht? Nee, niemals. Also wo ich auch angefangen habe, ich hätte so nie prophezeit, dass es so alles verlaufen würde. Und also, es ist halt wirklich, man wird aus allen Wolken irgendwie so gerissen, wenn da so eine E-Mail auftaucht. Und dann ist dann erstmal so, und ich doch nicht. Und ich bin doch nur die Sophia aus Rosenheim. Total überwältigt planen die zwei die Tage bis zum Shooting. Wichtigste Station ist dabei in München. Sophia trainiert hier mit ihrem Coach Erkan Demir in seinem Kultgym seit 3 Jahren. Ich kann mich noch erinnern, die haben ersten Tag alleine trainiert. Sie hat Brustpresse hinten gemacht. Ich bin hochgekommen, dann war sie ein bisschen aufgeregt und so. Ich hatte voll Angst. Dann ging es halt weiter und es ist eine einmalige Zeit gewesen, ich glaube. Nicht nur für uns, für alle, die fitnessinteressiert sind, was die Sophie in der Zeit geschafft hat. Gemeinsam posten sie Trainingsvideos. Damit erreicht das ungleiche Team Millionen. Er, der Bodybuilding-Vizemeister im Schwergewicht und Sophia.
6, komm, dreh auf. 7, ich bin bei dir. Mach einfach weiter. 8. Sophia hat nicht nur mit dem Kraftsport abgenommen, sondern auch gelernt, ans Limit und noch weiter zu gehen. Wir trainieren eigentlich immer so intensiv, wie es geht, egal ob ein Termin ist oder nicht. Aber jetzt vor allem ist es auch wichtig, dass man einen Trainingspartner dabei hat, um halt auch, wenn es vielleicht mal einen Durchhänger hat, dass der nochmal einen motiviert und vor allem dieser mentale Beistand. Für das Fotoshooting will Sophia in absoluter Topform sein. Besonders, weil sonst nur professionelle Models für das Cover gebucht werden. Das macht der Fitness-Queen ein wenig Sorge. Doch ihr Mentor Erkan baut sie wieder auf. Man braucht einfach jemanden, wo man sich auskotzen kann oder so. Und der steht dann zur Seite. Und dann im Erdstand habe ich schon immer gemerkt, dass Termine dann einfach super funktionieren, da man sich gegenseitig einfach wahnsinnig motiviert. Dann ist es soweit. Sophia will überzeugen und sich dafür wie ein professionelles Model präsentieren. Statt wie bei eigenen Videos, sich die eigenen Klamotten herauszusuchen, liegen im Fotostudio schon die Outfits bereit. Fotografin, Stylistin und Redakteure bestimmen, was sie tragen und in welcher Pose sie sich zeigen soll. Sogar die Chefredakteurin ist gekommen, um sich von Sophias Modelqualitäten zu überzeugen. Ein enormer Druck. Sie darf jetzt bloß nichts vermasseln. Ich bin sehr aufgeregt. Also es ist anders als irgendwie alles andere, was ich bisher gemacht habe. Also so ein Fotocover-Shooting ist schon wirklich, ich bin total verkrampft irgendwie. Aber es wird schon. Ich glaube, ich werde lockerer. Unter Beobachtung vieler neugieriger und kritischer Augen muss Sophia jetzt performen. Keiner darf ihre Angst oder Zweifel auf den Bildern sehen. Reicht es? Sophia will es unbedingt schaffen und holt noch einmal alles aus sich heraus. Für die Chefredakteurin ist das Cover extrem wichtig. Es entscheidet über Erfolg oder Misserfolg des Magazins. Es ist ja schon nochmal eine ganz andere Herausforderung. Man merkt das auch gerade beim Shooting, dass es für Sophia, die ist gewohnt, vor der Kamera zu stehen, aber eine YouTube-Kamera zu Hause in einem privaten Raum ist natürlich nochmal was anderes als so ein großes Shooting für ein Magazin. Aber sie schlägt sich gut. Showdown. Entsprechen die Bilder den hohen Erwartungen? Kann Sophia genauso viele Verkäufe erzielen wie internationale Fitnessmodels, die sonst vor dem Cover lächeln? 2 Wochen später fällt die Entscheidung. Sie kann. Sophia hat es geschafft. Hey ihr Lieben, oh mein Gott, ich darf es endlich verkünden. Es ist wirklich so surreal für mich. Ich kann es noch gar nicht fassen, aber ich bin wirklich auf der August-Ausgabe von The Shape. So könnte das Cover in etwa aussehen. Mit harter Arbeit hat Sophia ihr Ziel erreicht. Und der nächste Plan? Sie will auch in Amerika durchstarten. Ja, und da geht natürlich wirklich schon ein großer Traum von mir in Erfüllung. Ich bin einfach furchtbar dankbar für das Ganze. Und einen Schritt nach Amerika zu wagen, ist riesig groß. Also wenn ich daran denke, macht es mich schon ein bisschen nervös. Aber ich denke, man darf da gar nicht mit Angst rangehen, sondern einfach nur machen. Ich hätte auch niemals gedacht, dass sich das Ganze bis heute hin so hin entwickelt. Deswegen nochmal ein mordsmäßiges Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao!